mir überlegt, ich möchte ein Video aufnehmen, um die Sonnengrüße nochmal ganz detailliert mit dir durchzusprechen, sodass du die ganz problemlos zu Hause machen kannst mit verschiedenen Varianten, so wie es gerade für dich passt. Und dann gebe ich noch eine kleine Empfehlung, wie du am besten in dieser Zeit, wo wir gemeinsam kein Yoga machen dürfen, können, ja, wie du die Sonnengrüße für dich zu Hause praktizieren kannst. Gut, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Du schaust dir das Video an, wie ich das mache, und danach darfst du. Wir beginnen im Stehen. Du schaust, dass du in deinem vorderen Mattenende stehst. Einmal ganz gerade in die Berghaltung. Und in der Berghaltung achte darauf, dass Schulter, Hüfte, Knie, Sprunggelenk und die Ferse sich in einer Linie befinden mit deinem Kopf. Du stehst ganz gerade und deine Handflächen zeigen nach vorne. Zieh hier leicht den Bauchnabel ein. Dein Blick ist nach vorne und dann gerne auch mal kurz die Augen schließen. Spür deine Füße auf der Matte. Und dann mit der nächsten Einatmung die Hände über die Seite nach oben. Du schaust deinen Fingerspitzen nach, machst eine kleine Rückbeuge und mit der Ausatmung, mit einem geraden Rücken, kommst du nach unten in die Vorbeuge. Deine Füße stehen komplett auf der Matte, deine Beinrückseiten sind möglichst gerade, dürfen aber natürlich gerne leicht gebeugt sein, deine Beine. Ansonsten einfach hier hängen lassen. Dann atme ein, komm in die halbe Höhe und hier kannst du dich entweder am Boden abstützen, an deinen Schienbeinen. Ganz wichtig ist einfach nur, dass dein Rücken ganz gerade ist, der Kopf ist Verlängerung der Wirbelsäule. Und mit der Ausatmung kommst du wieder in die Vorbeuge. Jetzt bringst du deine Hände zur Matte und schaust, dass deine Hände ganz breit aufgefächert sind, drückst fest mit den Fingerspitzen in die Matte und dann machst du zwei große Schritte nach hinten in die Brettposition, in die Planke und hier zieh den Bauchnabel leicht an und deine Schultern sind über den Handgelenken. Hier hast du dann die Möglichkeit, so wie du möchtest, entweder über die Knie, danach kommt der Bauch, die Brust und die Stirn dich abzulegen. Oder Variante Nummer 2, kommst wieder zurück ins Brett und lässt dich hier ganz langsam mit angewinkelten Ellenbogen, die sind fest am Körper, ganz langsam tief. Legst ganz zum Schluss deine Fußrücken ab. Von hier aus kommst du dann in die Cobra und wieder ausatmen. Die Variante Nummer 3 wäre vom Brett aus, dich ganz langsam tief zu lassen in Chaturanga. Deine Ellenbogen haben 90 Grad Winkel und von hier aus in den aufschauenden Hund aufzutauchen. Fußrücken ablegen, der Blick geht leicht nach oben und dann von hier aus ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Ich glaube, zum herabschauenden Hund muss ich nicht viel sagen. Du möchtest gerne deine Fersen zum Boden bringen, die Füße stehen hüftbreit, dein Kopf ist ganz entspannt, dein Steißbein zieht nach oben zur Decke und der Rücken ist ganz gerade, ist ganz wichtig. Dann nimm hier einen tiefen Atemzug und mit der Ausatmung hast du die Möglichkeit, entweder mit kleinen Schritten nach vorne zu kommen oder mit zwei großen nach vorne zu kommen. Oder Variante Nummer 3, du machst einen kleinen Hüpferschuss zwischen deine Hände und springst nach vorne. Kommst wieder in der Vorbeuge an, egal ob kleine Schritte, zwei große Schritte oder Hüpfer, wir treffen uns dann in der Vorbeuge. Atmen ein für die halbe Vorbeuge. Achte auch hier wieder dann auf den ganz geraden Rücken und mit der Ausatmung wieder in die Vorbeuge eintauchen. Und dann hast du hier auch zwei Möglichkeiten, nach oben zu kommen. Entweder Wirbel für Wirbel, Beine leicht beugen, Wirbel für Wirbel nach oben. Kannst zum Schluss die Schultern hochziehen, ausatmen. Oder Variante Nummer 2, ich komme nochmal in die Vorbeuge. Und von hier aus nimmst du deine Hände an die Hüften als kleine Unterstützung
Und dann kommst du mit ganz geradem Rücken nach oben. Das wäre Sonnengruß Nummer A mit ganz vielen verschiedenen Varianten. Du musst einfach schauen, was für dich passt. Möchtest du dich als ganzes Brett ablegen oder über Knie, Bauch, Brust, Stirn? Bleibt vollkommen dir überlassen. Variante Nummer 2 des Sonnengrußes, Sonnengruß Nummer B. Du stellst dich wieder in den Berg. Mit der Einatmung nimmst du die Hände über vorne nach oben, machst eine ganz kleine Rückbeuge und von hier aus mit der Ausatmung setzt du dich tief in den Stuhl. Im Stuhl schau, dass der Bauchnabel eingezogen ist, dein Steißbein zieht nach hinten und nun ist ganz wichtig, deine Knie, deine Füße stehen parallel auf einer Linie. Dann atme hier einmal tief ein. Und jetzt mit der Ausatmung tauchst du ein in die Vorbeuge. Hände an die Schienbeine oder Hände zum Boden, halbe Höhe. Ausatmen wieder in die Vorbeuge, Hände zur Matte. Steig zurück in die Brettposition. Und von hier aus hast du auch wieder die drei Möglichkeiten. Knie, Bauch, Brust, Stirn. Cobra. Variante Nummer 2. Vom Brett ganz langsam als Brett dich abzulegen und von hier aus in die Kobra zu kommen. Oder Variante Nummer 3, Brettposition, ganz langsam Chaturanga tief, einatmen nach oben, aufschauender Hund. Von hier aus in den herabschauenden Hund. Wenn du dich für die Variante mit der Kobra entscheidest und dich erstmal ablegen möchtest, atme ein für die Kobra, ausatmen, wieder ablegen und dann nutzt die Gelegenheit, so wie du runtergekommen bist auf den Boden, auch wieder nach oben, stülp deine Füße um und entweder kommst du über die Tischposition zurück und schiebst dich in den herabschauenden Hund oder wenn du dich als ganzes Brett abgelassen hast, dann stülpe auch gern hier wieder die Füße um. Gib Kraft in deine Hände und drück dich hier in die Brettposition zurück und von hier aus in den herabschauenden Hund. Egal welche Variante du gewählt hast beim Sonnengruß B, wenn du im herabschauenden Hund dann wieder ankommst, mit der Einatmung heb dein rechtes Bein nach hinten oben. Mit der Ausatmung bring den rechten Fuß zwischen deine Hände für den tiefen Ausfallschritt. Im tiefen Ausfallschritt schau, dass dein Knie sich genau über dem Sprunggelenk befindet. Atme ein in den hohen Ausfallschritt. Dein hinteres Bein ganz gerade zieht nach oben zur Decke. Deine Arme umrahmen die Ohren. Fingerspitzen ziehen nach oben. Und mit der Ausatmung wieder die Hände zur Matte. Steig zurück, herabschauender Hund. Direkt weiter, atme ein, linkes Bein nach hinten oben. Ausatmen, Ausfallschritt. Auch hier wieder auf die Ausrichtung achten. Zieh dich nach oben für den hohen Ausfallschritt. Mit der Ausatmung zurück, tiefer Ausfallschritt, herabschauender Hund. Dann nehmen wir hier drei tiefe Atemzüge durch die Nase ein, vollständig durch die Nase wieder aus. Versuche im herabschauenden Hund immer deinen Körperschwerpunkt nach hinten oben zu verschieben, Richtung Steißbein. Nochmal tief einatmen und mit der Ausatmung, so wie du nach vorne kommen möchtest, mit kleinen Schritten, mit zwei Schritten oder mit einem Hüpfer, ganz egal, du kommst zu deinen Händen, in die Vorbeuge, atme aus, atme ein für die halbe Höhe, der Rücken ist gerade, ausatmen, wieder Vorbeuge und dann auch hier wieder die Möglichkeit, Wirbel für Wirbel nach oben zu kommen oder mit geradem Rücken. Und dann zieh die Schulter nochmal hoch, ausatmen. So, das war Sonnengruß A und Sonnengruß B. Du hast jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dir den Sonnengruß so angenehm wie möglich zu machen.
sich dem anzupassen, was für dich gerade machbar ist, sodass es passt. Meine Idee ist jetzt, dass du dir in der Zeit, wo wir kein Yoga zusammen machen können, vielleicht so wie du möchtest, dich zu Hause bereit machst, machst dir vielleicht eine Kerze an, holst dir eine Tasse Tee dazu und dann kannst du die Sonnengrüße ganz für dich machen. Ganz in der Stille, ganz in Ruhe. Und dann würde ich dir noch Musik dazu empfehlen. Das ist ein ganz tolles Mantra, dazu mache ich auch ganz gerne meine Sonnengrüße. Du kannst dir, oder du machst dir einfach dein Lieblingslied drauf oder auch gar keine Musik, ganz wie es passt. Aber ich finde, das Mantra passt sehr gut. Ich sage der Nicole, die soll das dazu schreiben in die E-Mail. Und dann kannst du dir das Lied vielleicht mal anhören. Das geht so 13, 14 Minuten. Und wenn du diese 13, 14 Minuten mit den Sonnengrüßen komplett durchziehst, dann hast du wirklich was gemacht. Und ich hoffe, du kannst dabei dann etwas abschalten, den Geist etwas ruhen lassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn es dir gefällt. Wenn dir das jetzt was gebracht hat, das anzuschauen. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Namaste.